Dabei handelt es sich um den HTC Vive Tracker, einen kabellosen Tracker für den Einsatz in der virtuellen Realität. Aber bevor ich dir zeige, wie es funktioniert, abonniere den Kanal. Denn ich veröffentliche jede Woche neue Videos. Hierbei handelt es sich um einen Tracker, der speziell dafür entwickelt wurde, die Interaktion oder das Gehen in virtuellen Welten der virtuellen Realität zu ermöglichen. Dieser Tracker wird am Körper der Person angebracht und kommuniziert die Position, Rotation und Bewegungen mit dem Virtual Reality System und reproduziert so die Position und Bewegungen in der virtuellen Umgebung, in die sie eintauchen. Wenn ich diesen Tracker an meinem Arm, meinem Bein oder meinem Fuß anlege, kann er die Position dieser Körperteile genau identifizieren. Und wenn ich mehrere Vive-Tracker an verschiedenen Stellen meines Körpers platziere, kann das Virtual Reality System jedes Teil meines Körpers in Echtzeit verfolgen und alle meine physischen Bewegungen direkt in die virtuelle Welt umwandeln. Dieses Gerät kann mit dem HTC Vive Controller verwendet werden. Dieses Gerät hat auch die Fähigkeit, die Position zu verfolgen, aber sein Hauptzweck besteht darin, es mit den Händen zu halten, um Interaktionen und Aktionen in der virtuellen Realität durchzuführen. Der HTC Vive Controller verfolgt nur die Position Ihrer Hand, während der HTC Vive Tracker Körperteile oder Objekte verfolgt. Der HTC Vive Tracker wird in einer kleinen Box geliefert. In dieser Box befindet sich alles, was Sie brauchen, darunter das Gerät, das USB-Bluetooth und das Ladekabel. In dieser Box sind keine Gurte zur Befestigung der Ausrüstung am Körper enthalten. Im Inneren der Box befindet sich das scheibenförmige Gerät mit drei Antennen, um über Bluetooth mit dem System zu kommunizieren. Auf der Unterseite befindet sich ein Anschluss zum Anschluss an andere Geräte und eine Schraube, um es auf einem Stativ zu befestigen. In der Verpackung befindet sich auch eine Bedienungsanleitung, die alle Merkmale und Funktionen dieses Geräts erklärt. Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise und zum Anschließen haben, erklärt dieses Handbuch alles. Es enthält außerdem ein Garantiehandbuch sowie Informationen zu Sicherheit und Vorschriften. Unten in der Box befindet sich das Zubehör. Enthält ein USB-Kabel mit einem USB-Typ-A-Stecker und einem Micro-USB-Stecker, 1 Meter lang. Mit diesem Kabel kann die USB-Bluetooth-Verbindung verlängert oder das Gerät aufgeladen werden. Es enthält auch einen kleinen USB-Block, der es Ihnen ermöglicht, den Bluetooth-USB weiter entfernt vom Computer anzuschließen, der das über Micro-USB angeschlossene USB-Kabel verwendet. Und es gibt auch das USB-Bluetooth-Gerät. Dieses Gerät kommuniziert über Bluetooth zwischen dem Vive-Tracker und dem Computer. Es sieht aus wie ein USB-Stick, ist aber nur ein Bluetooth-Empfänger. Dies sind alle Gegenstände, die im Lieferumfang dieses Geräts enthalten sind. Es ist alles, was Sie zum Verfolgen und Kommunizieren mit dem System benötigen. Für ein besseres Erlebnis mit diesem Gerät müssen Sie möglicherweise zusätzliches Zubehör kaufen. Dieses Gerät hat diese Form, weil es über drei Antennen verfügt, um das Bluetooth-Signal in einem 360-Grad-Winkel auszusenden, sodass das Signal effizient übertragen wird. Um zu sehen, ob das Gerät eingeschaltet ist, verfügt es über ein kleines Licht, das anzeigt, ob es Energie hat. Auf der Unterseite befindet sich ein Anschluss, über den Sie weitere mit dem Vive-Tracker kompatible Geräte anschließen können. Es verfügt außerdem über eine Standardschraube zur Befestigung auf Stativen oder Oberflächen, die über diese Art von Schraube verfügen. Sie können es sicher auf jedem Objekt platzieren.
Um den Vive-Tracker mit dem Computer oder einem Virtual Reality System zu verbinden, können Sie dieses Objekt mit USB-Stecker zum Anschluss des Bluetooth-Empfängers verwenden. Dazu müssen Sie das USB-Kabel an dieses Gerät anschließen und dann den anderen USB-Stecker an den Computer anschließen. Dadurch entsteht ein Extender für eine USB-Bluetooth-Verbindung. Dieses USB-Kabel wird auch zum Aufladen des Vive-Tracker verwendet, da das Gerät über einen wiederaufladbaren Akku verfügt, der über USB aufgeladen wird. Schließen Sie einfach den Stecker an den USB-Anschluss des Geräts an und schließen Sie ihn dann an einen beliebigen USB-Stecker an, um den Akku aufzuladen. Und das ist der HTC Vive Tracker für die virtuelle Realität. Und in den nächsten Wochen werde ich demonstrieren, wie dieses Gerät verwendet wird. Virtual Reality ist eine sehr unterhaltsame Technologie, die es Ihnen ermöglicht, völlig unterschiedliche virtuelle Welten in Ihrem eigenen Zuhause zu erkunden. Abonnieren Sie jetzt den Kanal, da ich jede Woche neue Videos veröffentliche. Und ich werde Ihnen mehrere Virtual Reality Projekte und Spiele zeigen.